sind wieder zurück bei Temtem. So, wir haben eine Aufgabe bekommen. Und zwar trifft Max und den Professor in Bricaldemar. Entschuldigt die Aussprache, falls ich da irgendetwas falsch ausspreche. Aber mein Englisch ist leider nicht so gut. Jo, wir sollten ein paar Pokémons fangen. Und ich glaube, hin und wieder, wie ich es kenne vom Pokémon, müssen wir dann gegen ein paar Maxeln hier kämpfen. Aber erst möchte ich gern schauen. Okay, wir müssen hier rauf. Wie Sascha kann man gegen sie auch kämpfen, aber schauen wir mal. Wo ist das Dingens schon wieder hin? Dingens? Hey, Miss Knirps, tut mir leid, dass ich bei deiner Verabschiedung nicht dabei war. Kein Problem, ich habe dich vermisst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich suche halt nur schon seit heute Morgen meinen Anhänger und kann ihn nicht finden. Ich sag dir, wenn deine Mom herausbekommt, dass ich ihn verloren habe, macht sie mir die Hölle heiß. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Hat der einer gehört? Tut mir leid, ich muss los. Na, helfen wir heute. Ich war hier am Meer und nun, es war ziemlich warm, also bin ich ein wenig im Zilaro geschwommen. Dabei muss ich ihn verloren haben. Die Strömung, ich werde ihn finden. So ein Pech. Tschüss. Die Strömung? Ja, sie war ziemlich stark. Vielleicht wurde er davon weggetragen. Wenn er auf den Grund gesunken ist, werden wir ihn wohl nicht mehr finden. Ich habe diesen ganzen Strand abgesucht, aber er könnte am anderen Ufer sein oder in Turguesa. Keine Ahnung. Er könnte überall sein. Ich werde ihn für dich finden. Vielen Dank, Miss Knirps. Ich bin dir echt was schuldig, wenn du ihn findest. Ich werde trotzdem weiter den Strand absuchen. So, verloren auf der... Finde den verlorenen Anhänger. Okay, schauen wir mal. Ach, endlich etwas Ruhe zu finden. Und Frieden. In puncto Lebensqualität ist Zada nicht zu überbieten. Glaube mir, wenn du in der Hauptstadt arbeiten müsstest, würdest du diesen Ort mit anderen Augen sehen. Ihr junges Gemüse bevorzugt doch bestimmt Arisoal. Die Aufregung, die Menschenmengen, das Hin und Her in der großen Stadt. Aber denk dran, eines Tages wirst du die einfachen Freunde eines sonnigen Tages, eines guten Buches und eines friedlichen Plätzchens wie diesem hier zu würdigen wissen. Ich liebe Zada. Zada ist langweilig. Ich war noch nie weiter weg. Du bist weiser, als du aussiehst. Tja, das war's. Lass mich in Ruhe genießen. Okay, bin schon weg. Ich suche nur einen Anhänger.
Tja, wo kann da ein Anhänger sein? Hm? Kann mir keiner suchen helfen oder so? Hm. Finde den verlorenen Anhänger. Jo, da hätte ich gerne. Karte, Karte. Kann ich irgendwo die Missionen auswählen? Was ist das? Ah, okay. Kann ich nur hier. Kampf! Habe ich mir doch gedacht. Die Prasinenküste ist gefährlich. Denk dran, ein Salbe zu benutzen, wenn du in Gefahr bist. Dies ist kein einfacher Weg. Ah, doch kein? Gut, so gibt's hier vielleicht irgendwas? Was war das? Ein Kampf. Na dann. Ah, okay, bei denen kann ich das benutzen. So. Gut. Ich glaube, den hätten wir. Gut, kann ich hier weiter? Na. Na, schon wieder was? Ja, ich möchte die aber gerne auch fangen. Habe ich die andere vorher gefangen? Okay. Attacke sinkt. Ah, jetzt kann ich es benutzen. So, los geht's. Ja. Schon wieder der zwei.
Da gingen alle auf den einen Pokémon. Diese Attacke hat nichts gebracht. Probieren wir es heute so. So, wieder die zwei oder was anderes? Oder müssen wir so lange kämpfen, bis wir es fangen können? Aber ich weiß nicht, wie wir es fangen können. Probieren wir den aus. Hey, Miss Knirps, gehst du an der Brasinenküste spazieren? Yep. Na gut, aber pass auf wilde Temtem auf. Sie neigen dazu, um hohe Gras zu jagen. Und es gibt immer einige Temtem-Bändiger entlang der Küste. Sie lechzen nach einem Kampf. Wenn du auf einen von ihnen stößt, werden sie dich ganz sicher herausfordern. Ja, das haben wir ja gemacht. Okay, zwei von denen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Du bekommst das hier und du bekommst das hier. Schrilles Kreischen. Häufig von Lehrern der Akademie benutzt. Diese Neutraltechnik betäubt die ganze Klasse, das ganze Team. Okay. Bestätigen, gut. Probieren wir heute aus, wenn wir dazu kommen. Gut. Alles klar. Gut, da geht's halt nicht weiter, aber... Ach, endlich jemand
gegen den ich meine Fähigkeiten erproben kann. Na dann lass uns kämpfen. Mach dich bereit, Miss Knirps. Ich bin bereit. Gut. Du bekommst das. Du bekommst das. Das bekommen beide gut zu wissen. Jetzt sollten wir es nochmal haben. Temtem, los. Du hast 43 gewonnen. Du hast mich geschlagen. Die Silaro verschlinge mich. Du bist ziemlich gut für ein Kind, Miss Knirps. Danke, danke, danke. Ah ja, wir sind hier. Aber wir haben hier was bekommen. Salbe, wer braucht's? Und der. Ein Gerät, das einer Karte ähnelt. Es wird genutzt, um Temtem zu fangen und zu transportieren. Salbe. Das wichtigste Werkzeug jedes Bändigers, die Tempestia, zeichnet alle Informationen über Temtem auf. Jojo, eine vollständig geografische Studie des fliegenden Archipels, des berühmten turkmanischen Kartografen Xela Zonun. Also, das sind Namen, meine Lieben. Gut. Dann muss ich hier kämpfen. Hallo, kleiner Kerl. Hast du Interesse an einem freundlichen Temtem-Match? Lass doch die Schüler in Ruhe, Oran. Sie sind vermutlich auf dem Weg zur Akademie. Du wirst doch dafür sorgen, dass sie zu spät kommen. Dann sieh das als Praxisstunde. Es wird Zeiten geben, da musst du gegen zwei Bändige auf einmal kämpfen. Oder zusammen mit einem Freund. Wie wir es immer tun, lass uns sehen, wie du dich schlägst, Kind. Bleibt mir doch nichts anderes über, ne? Gut. Du den. Okay. Bitte schön.
glaube, das sollte reichen. So, erster Kampf geht an uns. Halte dich nicht zurück. Gib uns alles. Ah, das war's sogar. Gut gemacht. Du wirst eines Tages eine große Bändigerin werden. Okay, vielen Dank. Gibt's hier was? Gibt's hier irgendetwas? Na dann, haut rein. So, das war's. Gut, also, ja. Salbe braucht sie und dir. So, Dala. Warte, warte, nicht angreifen. Ich bin kein Bändiger. Ich trainiere hier. Nur, was trainierst du? Joggen. Dadurch werde ich richtig fit. Und es ist viel gesünder als das ganze Kämpfen, das ihr alle so liebt. Ich bemühe mich lieber selbst, anstatt andere für mich kämpfen zu lassen. Und die Prasinenküste ist ein guter Übungsplatz. Klingt interessant. Ist es und sehr gesund. Hast du zum Beispiel schon einmal versucht, über Kanten zu springen? Wie diese hier, direkt dort. Du kannst darüber springen, wenn du von der richtigen Seite kommst. Du kannst zwar von der anderen Seite nicht wieder nach oben klettern, aber außen herum zurückzurennen ist Teil des Spaßes. Renn, spring, renn! Hör niemals auf, dich zu bewegen. Okay, danke. Ich bin immer noch hier und Temtem sind mir immer noch egal. Okay. Hey du, das hier ist mein Platz. Du bist zugekommen, um all die schönen Dinge aufzusammeln, die hier herumliegen. Nun, ich auch. Also lass mich dir etwas sagen. Mach dich bereit zum Kampf. Na, war ja klar. Dann kämpfen wir gegen zwei Schweinchen. Gut, dann du und du. Ja, das ist schon auf Level 4. Gut, dann gehst du mal schlafen. Und beide bekommt ihr das. Okay. Das sollte reichen. Glaub, das war's. Der Sieger kriegt alles. Du hast 50 gewonnen. Dankeschön. Wow, du bist zäh. In Ordnung. Mach nur
Nimm alles, was du findest. Du hast es dir verdient. Vielen Dank. Wow. Da war ein Tierchen. Jetzt weiß ich schon wieder. Ihr zwei denn schon wieder? Benutzt Zärtlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Gute Nacht. Wieder aufgewacht. So, kriege ich das hier? Was ist das? Du hast einen Vitalapfel gefunden. Okay. Super. Ein Apfel am Tag und dein Temtem bleibt stark. Heilt 25%. Okay. So, dann laden wir kurz meine Hübschen hier. Gut, und wie es dann weitergeht? Seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss, Papa.